Gute, hier ist der Baba in Barbarossas. Heute machen wir einen Latte Macchiato mit unserem Espresso Italiano. Ja, zunächst fangen wir mit der Milch an. Gießen die Milch ein. Circa bis zur Tülle. Das zeige ich euch auch gleich. Die Tülle ist der Begriff hier. Wir ziehen erstmal das Wasser raus. Das Kondenswasser, damit die Milch nicht verdünnt wird. Dazu ziehen wir den Schaum ca. bis zu 30% hoch. Das dauert einen kleinen Moment. Wichtig, den Kopf immer sauber machen. Wasser raus, rein, die Tasse dazu nehmen. Zunächst die heiße Milch bis zur Hälfte circa und dann kommt der Schaum oben drauf. Dann ziehen wir uns den Kaffee, lassen die Milch etwas stehen, damit sozusagen die Trennung zwischen der Milch und dem Schaum entsteht. Ganz einfach, ein einfacher Shot. Setzen circa so 15 bis 20 Kilo Druck drauf, drehen es. Wichtig ist natürlich, damit der Druck schön drauf ist, machen wir den Kopf sauber. Dran mit dem Tamper. Latte Macchiato drauf. Ein einzelner Schuss. Er sieht schon mal gut aus. Sieht leicht aus wie so ein Sonnenaufgang. Fertig ist der Latte Macchiato.